Bitte. Ich finde es spannend. Also wir sind ja mit diesen Dingen in Verbindung gebracht worden. Ich habe am nächsten Tag die Parteifinanzen sofort offengelegt, auch was die Spenden betrifft. Ja. Die FPÖ ist mit Spenden in den Medien und die anderen machen es ganz einfach. Ja, es war dein Bundesparteiabend. Wenn ich mal grundsätzlich anschaue, wo es überall Personenkomitees gibt, wo es den Minister außer Dienst Blümel gibt, der sich seine Homepage finanzieren lässt, wo es den Lukas Mandl gibt, der seine Facebook-Kampagne finanzieren lässt. Das sind alles Dinge. Ibiza ist Fakt. Karl, ihr habt grundsätzlich immer, ihr wart immer sehr kreativ, was Personenkomitees betrifft, was Spendeneinträge betrifft und so weiter. Also ja. Ich glaube, wir haben alles transparent gemacht. Ich habe es gerade gesagt, Lukas Mandl, Gernot Blümel und so weiter und so fort. Und man könnte diese Personenkomitees bis ins Unendliche fortsetzen. Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Parteienfinanzierungssystem. Das haben wir. Und ich glaube absolut, dass wir wirklich jetzt daran arbeiten müssen, und da sollten wir den Sommer dazu nutzen, wirklich auch diese Spendensache ein für alle Mal zu klären. Und deswegen gibt es auch von uns die klare Forderung, 3.500 Euro pro Person pro Jahr. Und dann kann man eben diese Dinge ausschalten, dass sozusagen vielleicht Parteien gekauft werden. Ja? Ich weiß nicht, was der Herr Haselstein mit 1,2 Millionen bei Ihnen macht. Ja? Ich weiß auch nicht, warum der Kollege Noll 100.000 Euro an die Liste jetzt gespendet hat. Und ich weiß auch nicht, was der Herr Bierer bei der ÖVP bezweckt hat. Also ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt mit den Parteienförderungen. Und da sollten wir ansetzen. Das muss jetzt aber auch reichen. Und diese Spendereien hin und her, auch was zum Beispiel Herr Frank Stronach gemacht hat, 30 Millionen Euro in 3 Jahren in eine Partei gepumpt. Ja? Also was macht man eigentlich eine damit? Eine kurze Nachfrage, bevor ich jetzt das Wort an den Herrn Schellhorn weitergebe, weil Sie gesagt haben, also Sie legen das offen, die anderen machen es, aber jetzt nur noch einmal. Ich habe sofort offengelegt. Ja, aber schließen Sie aus, dass eben von diesen Vereinskonstruktionen, die man jetzt auch kennt über die Medien, Profilberichte, auch ORF etc., dass hier kein Cent an die Partei oder eben über Plakat, Finanzierung und so weiter geflossen ist? Das kann ich absolut ausschließen. Und die zwei Vereine, die nie eine Vereinstätigkeit entfaltet haben, die haben wir sofort auflösen lassen. Erstens. Und die anderen zwei Vereine, die sozusagen auch in der Kritik gestanden sind, sind sofort von Wirtschaftsprüfern. Welche werden Sie jetzt auflösen lassen? Wir für Harte Strache und da gab es noch einen zweiten Verein, die sind aufgelöst worden. Die haben nie eine Vereinstätigkeit, nicht einmal ein Konto aufgemacht. Ja. Sind sofort aus dem Vereinsregister gelöscht worden. Und die anderen haben wir über Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen. Und auch da ist jetzt mittlerweile an den Medien alles ergangen, alles offengelegt. Es gibt keine Zahlungsflüsse von diesen Vereinen zur Partei.